Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Daily Vlog. Echt komisch, das in der Sommerschwert zu sagen, aber auch irgendwie cool. Had no need to fight tonight, Also Freunde, es ist soweit. Heute ist der erste Tag, an dem wir ein bisschen aufladen für den World Fitness Day, der ja am Freitag ist. Heute ist... Heute ist Mittwoch und hier haben wir erstmal die erste Mahlzeit mit 75 Gramm Cereals. Dann haben wir noch ein bisschen Whey, 45 Gramm. Und das wird es eigentlich vor dem Training geben. Dann geht es in einer Stunde ungefähr trainieren. Ich habe schon extrem Bock aufs Training, weil es hier erstmal schön Fuel gibt vor dem Training. Und ja, wir hoffen, euch wird das Video gefallen. Lehnt euch zurück, lasst ein Like da und genießt das Video. Ich habe mir erstmal einen Hoodie angezogen, denn es ist echt schon kalt draußen irgendwie. Die letzte Zeit in Paderborn oder allgemein in Deutschland ist es schon ein bisschen kälter geworden. Und ich werde mich jetzt gleich ans Schneiden setzen, aber davor werde ich mir noch einen Kaffee machen. Hey, Bra. Freaking appreciate it, man. Danke, Bray. Oh, sogar mit Schaum, ja. Hä? Was soll das werden? Tschüss. Okay. Gerade noch meinen YouTube-Beutel oder meinen Beutel, wie auch immer, gepackt. Richtig cool, alles gefilmt, ja. Alles gefilmt, was passiert, die Flasche läuft aus. Der Beutel bleibt zu Hause und meine Trainingstasche ist heute diese Flasche und dieser Beutel hier. Jetzt geht's wieder ins Training. Mein Papa hat gestern auf der Arbeit, also nach der Arbeitszeit, in der Firma erstmal unseren Wagen repariert. Und Freunde, hört sich jetzt einfach 30 Mal besser an als zuvor, also... Das ist echt krank. Mein Dad hat es schon ordentlich drauf, auf jeden Fall. Nur noch das Dach muss repariert werden, da ist eine Leitung kaputt, deswegen geht das nicht mehr elektronisch, aber das kriegt, er hat gesagt, das kriegt er auch noch hin. Da ist kein, Ich habe auf jeden Fall Bock drauf, jetzt geht's ins Pull-Training, ich fahre, Willis Beifahrer, schön, ne? So, wir waren hier gefühlt seit 38 Minuten. Und wenn man schon so nicht fahren kann, dann haut's auf dem Handy, ne? Dann Bro. Auf dem Handy, Bro. CSR Racing. Racing ist ja, Edit 2 eines. Weg. Oh, du verlierst gerade voll auf. Oh! Nix. Knappe Geschichte. Nix da, Bro. Knapp. Win. Knappe Geschichte. Das ist auch Polizei, Bro. Die haben uns gefunden. Die haben uns gefunden. Psst. Shit. Psst. Wir machen jetzt den ersten Satz. Letztes Mal hatte ich 80 Kilo für 8 Wiederholungen. Das für 3 Sätze. Das werde ich heute nochmal machen. Ja, die Mission ist nicht einfach immer nur mehr Gewicht machen, beziehungsweise mehr Wiederholung, sondern auch ein Gewicht, sag ich mal, besser bewegen zu können. Deswegen mache ich heute nochmal das gleiche Gewicht, die gleiche Anzahl der Wiederholungen und verbessere einfach meine Form. Und dann wird nächstes Mal ein bisschen erhöht. Ich weiß nicht, ob ich mit kleinen Kurzhanteln erhöhen werde oder ob ich einfach auf 90 stecke und wie Billy dann auf 6 Wiederholungen gehe. Mal schauen. Das sehen wir dann nächste Woche. Nächste Woche. Ja. Weiter geht's hier mit dem Rudern, auch mit so einem Mähgriff, ohne Spaß. Wenn ihr die Möglichkeit habt, damit zu trainieren, probiert das auf jeden Fall aus. Dann nehmt ihr komplett eure Unterarme raus, man fühlt wirklich. Gerade beim Latzug habe ich auch einfach so geil mal Rücken getroffen. Ja, man, richtig krank. Das ist so ein Unterschied, wenn man den Daumen ein bisschen anders positioniert, beziehungsweise die Handgelenke. Ja. Sind geile Teile. Wir haben ja sonst auch immer gesagt, dass man quasi diesen Affengriff macht. Zeig mal, wie der aussieht, Willi. Genau. Also, ihr packt nicht quasi so um die Stange, sondern macht das so. Genau. Also, die meisten werden keinen Mähgriff haben. So nehmt ihr dann einfach ein bisschen mehr eure Unterarme, euren Bizeps raus, trifft ein bisschen besser euren Rücken. Also genau. Ist immer für so haben wir es schon vorher gemacht und die Griffe sind einfach dafür konzipiert, dass man es so macht. Genau, also probiert es auch mit Affengriff einfach zu machen. Wer spielt dann euren Rücken besser, ist ja immer so eine Sache. Das ist unsere vierte Übung.
Man setzt ja normalerweise frontal rein, wir setzen seitlich rein, ziehen quasi isolateral jeden Arm einzeln, geht sehr gut in die Latbreite. Und hier machen wir auch 8 Wiederholungen, heute allgemein immer 6 bis 8 Wiederholungen. Und wenn man über 8 kommen würde, erhöhen wir einfach das Gewicht, nennt sich Doppelprogression, immer so ein Wiederholungsziel treffen. Und ab diesem Ziel erhöht man dann sein Gewicht, geht mit Wiederholung runter und dann wieder weiter wieder zum Wiederholungsziel mit dem neuen Gewicht. So, wir haben hier die letzte Rückenübung, hier nochmal eine Rudervariante, diesmal ein bisschen breiterer Griff. Wir haben gerade einen engeren Griff gehabt an der Maschine bzw. am Kabelzug. Jetzt haben wir das Ganze bzw. schließen das Ganze auch mit dem breiten Griff ab. Quasi, dass wir zwei Übungen für die Dichte, zwei Übungen für die Breite haben, zwei horizontale, zwei vertikale Übungen. Und dann geht's auch schon weiter. Oh ja. Mit Bizeps. Aus irgendeinem Grund geht das Licht hier oben gerade gar nicht. Wenn man das anmacht, dann springt die Sicherung raus. Aber kein Problem, wir haben ja Laptops und hier geht das. Deswegen haben wir zum Glück Internet. Und wir gönnen uns jetzt erstmal unser Post-Workout-Meal. Schöne Balance-Pizza. Kann man sich gönnen, wenn man ein bisschen mehr Carbs offen hat. Die hat relativ wenig Fett, moderat Eiweiß, aber hat ein paar Carbs. Deswegen haben wir die in der Diät nicht so oft gegessen. Aber jetzt kann man sich ja schon mal gönnen, ne? Nach dem Training schön. Schon geil. Ein paar Ballaststoffe dabei. Haben wir auch noch eine schöne Nektarine gegessen. Eine schöne, die war richtig schön. Ja, richtig schön, aber ohne Witz, in der Diät. Also man weiß es gar nicht mit dem Aufbau zu schätzen, dass man einfach so eine Frucht reinhauen kann, wie geil die eigentlich sind. In der Diät denkt man immer dreimal nach, okay, will ich jetzt diese Kohlenhydrate jetzt hierfür einplanen oder will ich sie erst später essen? Dann denkt man zack, 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 zack. Aber die war auf jeden Fall geil. Ich würde sagen, die Pizza ist auch geil. Soll ich mal probieren? Ja, schnell. Ist das beides dieselben? Ja, nein, 2 verschiedene. Extra Schinken drauf gemacht fürs Eiweiß. 100 Gramm pro Pizza. Nice! Essen wir mal. Freunde, seid ihr auch solche Menschen, die es einfach unnormal hassen, wenn es unordentlich ist? Ich bin gerade erstmal ein bisschen am Aufräumen. Ich habe hier ungefähr 30 Sachen aus den Schränken gepackt, die hier oben waren. Erstmal ausgeräumt, bisschen sauber gemacht, die Bücher, die hier waren. Das sah mir einfach zu unordentlich aus, deswegen habe ich jetzt hier erstmal ein bisschen sortiert und reingemacht. Ich hoffe, man sieht mich. Der Workflow ist einfach bei mir 30 Mal besser, wenn ich ein ordentliches Zimmer habe. Bei mir ist das so, wenn ich ein ordentliches Zimmer habe, habe ich auch einen, ich sag mal, freien Kopf. Wenn ich einen freien Kopf habe, kann ich viel besser arbeiten, bin 10 Mal produktiver. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, Hashtag Ordnung, wenn ihr das gleich seht. Also ich brauche es einfach sauber im Zimmer, sonst geht da gar nichts, sonst bin ich unproduktiv. Coming, football's coming home. It's willst du auch? Nein, Bro, ich fahre jetzt. Coming home. Tschüss. It's coming home. Guck. Football's coming home. Yeah, guys. Look at this. 0-1 is the actual. Guck dir die an. Ja, die haben gar nichts gesehen, Egos. Gar nichts gesehen. Ich merke auf jeden Fall, wie. Wie meine Laune einfach 30 Mal besser ist, wenn ich mehr esse. Ciao. Ich habe zwar bis jetzt. Ich habe zwar bis jetzt nicht mehr gegessen als die anderen Tage. Also bis jetzt bin ich bei unter 2000 Kalorien. Aber weil ich weiß, dass ich gleich noch essen kann, fühle ich mich einfach super schön, also super gut. Und es geht mir einfach besser. Es ist einfach nur geil. Ja. Ey! Arthur! Wir haben vergessen zu verlosen, Digga. Okay, verlost gleich selber. Ha. Arthur, schlechte Laune. Ich hab keine schlechte Laune, Bruder. Und warum bist du so komisch? Bruder. Was? Was geht? Bruder, das Video ist online in 2 Minuten, Bruder. Ich hab das auf geplant gemacht. Warum? Wegen dem Algorithmus. Ja, glaube ich, Plan ist glaube ich kacke. Nein, weil wenn wir es direkt hochladen, dann kommt die Abo-Box. Nee, das hat ja nichts mit dem Algorithmus zu tun. Das hat mit der Verarbeitung zu tun. Okay. Lonely Wolf, 20:30. Eine Sache muss ich noch mitnehmen, warte mal hier kurz. Kalorien sind wieder offen. Jetzt wird Skuschonka getrunken. Jetzt geht's wieder los. Einfach richtig rein damit. Tschüss. Ciao. Gönn dir, Bruder. Danke, Bruder. Bitte. Okay, Freunde, dann wollen wir das Ganze mal auslosen. Der World Fitness Day ist ja schon, heute haben wir Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, in 3 Tagen. Also ihr müsst relativ spontan sein, wenn ihr jetzt gewinnt.
Aber ich denke, die Teilnehmer werden da schon Zeit haben, entweder am Freitag oder Samstag. Ich glaube, die Karten sind für Freitag und Samstag gültig. Aber, also doch, ich glaube schon. So, wo haben wir das Video denn hier? So, Pancakes und Schokolade in der Diät, das war das Video. 72 Kommentare, aber wir haben ein paar beantwortet. Jetzt muss ich gucken, wie das geht. Hallo, TubeBuddy. Bruder. Pick a winner. Ah, das ging noch. Ja, stimmt. Boah, ich muss auf Klo. Nee. Hä? Ey, wo ist das? Ich komme gerade nicht klar, sorry, Freunde. Endspiel. Nee. Giveaway. Ja, pick a winner, wo bist du denn? Pick a winner randomly. Select a user who has commented on your... Ja. Bruder. Wo ist das? Freunde, ich mach mich kurz aus. Ich guck mal, wie das geht. Und dann mach ich die Kamera wieder an. Irgendwie verunsichert mich die Kamera gerade ein bisschen. So, da bin ich wieder. Ich hab Arthur gerade gefragt. Ich habe meine Zähne geputzt. Und jetzt... Weiß ich, glaube ich, wie es geht. Er meinte dahin. Und zwar hier, dann so. Ja, da ist es endlich. Pick a winner. Ich will 5. Okay, Nummer 1 ist Mert Atasoy. Ich weiß nicht, ob ich den Nachnamen richtig ausgesprochen habe, aber du kriegst direkt mal eine Message. Die nächste ist lea.de.f. Lea, du hast auch gewonnen, die schreibe ich auch direkt. FIFA Junior HD. Weiter geht's, pick another winner. So, die nächste ist Saba Jalul. So, jetzt kommt der oder die letzte, pick another winner. Und der nächste ist Justus Stanek. Glückwunsch an alle, die gewonnen haben. Die Leute, die jetzt nicht gewonnen haben, aber trotzdem zum World Fitness Day wollen, würde mich extrem freuen, euch zu sehen. Also, wenn ihr noch keine Karten habt, ich glaube, es gibt noch einige Karten. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass es einige Karten gibt. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wer von euch kommt. Ich würde am liebsten mit jedem von euch quatschen, ein bisschen unterhalten und... Es ist gerade schon 23.08 Uhr. Ich werde jetzt, ich denke, ja, nicht das Buch ganz zu Ende lesen, aber ich werde jetzt noch ein bisschen lesen, dann gehe ich schlafen. Und wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr schon bis zum Ende geguckt habt, dann könnt ihr das gerne machen. Ne? Ist ja cool. Über einen Kommentar, wie ihr das Video fandet. Und über ein Abo, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Verstehe ich nicht. Jetzt gehen die normalen Schrank runter. Die haben uns richtig gerippt gerade.